Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, wir haben fantastisches Wetter. Der Planet brennt. Das ist wieder falsch, oder? Und es wird heute asiatisch. Wir machen Bang Bang Shrimps. Und die knallen zweimal. Also fast wie in Thailand eigentlich. Das durfte ich wieder nicht sagen, oder? Richtige kleine, geile Garnelen, Black Tiger, frittiert mit einer richtig leckeren Soße dazu. Eine einfache Geschichte, wirklich gut vorzubereiten und super, super lecker. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht und was ihr dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Zack, Zutaten, Freunde. Das ist wirklich relativ übersichtlich hier, die ganze Kiste. Wir machen aber Bang Bang Shrimps. Also brauchen wir als allererstes Shrimps oder in dem Fall Garnelen. Guckt euch das mal an. Ich habe hier wunderschöne, was sind das? 8, 12er Garnelen von Fleischer und der Koch. Die habe ich schon mal aus ihrem kleinen Häuschen befreit. Die sind jetzt wieder nackig und so werden die auch gleich dann paniert werden. Die sind aber super, super lecker und bei der Größe hier, Freunde, macht da auch wirklich nichts verkehrt. Ne? Black Tiger Garnelen. Die haben wir schon mal. Das sind unsere Shrimps. Wir haben noch ein bisschen Brot, weil Brot kann man immer dazu essen. Das haben wir hier, ein klassisches Weißbrot. Dann brauchen wir ein bisschen was zum Marinieren. Und zwar hier eine Sojasauce. Ich habe dann was für unsere Bang Bang Soße und zwar ein bisschen Mayonnaise oder die Pommes Fries Soße in diesem Fall. Dann haben wir eine Sweet Chili Soße und was Hottes. Und da habe ich mir ausgesucht vom Food Narco die Voodoo Soße. Ihr könnt jetzt auch eine Sriracha Soße nehmen. Klassisch wird das wohl mit einer Sriracha gemacht. Ich finde, Voodoo knallt noch mal ein bisschen mehr, also nehmen wir eine Voodoo Soße. Wir brauchen noch ein wenig was zum Panieren und zwar in dem Fall hier Tres Huevos, drei Eier. Wir brauchen ein wenig Schnittlauch hier in der kleinen Schüssel. Dann brauchen wir ein bisschen normales Mehl, das habe ich hier. Und wir brauchen ein bisschen Semmelbrösel. Hier unten noch ein wenig Buttermilch. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was an Zubehör. Ihr seht ja hier schon die Schalen und die geilen Aufbewahrungsdinger hier für Mehl und Paniermehl und sowas. Hier Schüsseln und alles von Gefu, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ne? Auch das geile Zeug. Also alles für Haushalt und Küche findet ihr bei Gefu. Und ihr seht, wir arbeiten auch viel mit dem Zeug, weil es ist wirklich gut. Auch diese Spieße kriegt ihr noch bei Gefu. Da werden wir nachher die kleinen Dinger drauf spießen. Und hier bitte nicht vergessen, für das komplette Sortiment von Gefu gilt immer noch der Gutscheincode 030BBQ für 15% auf meinen Nacken. Ne? Link ganz oben in der Infobox und im ersten angepinnten Kommentar. Checkt mal Gefu aus für gute Klamotten für Grillplatz und Küche. Ne? Und an Gewürzen von der Spice Bar. Da haben wir heute hier einen einsamen Reiter und zwar nur die scharfe Keule. Ah, was haben wir noch vergessen? Wir brauchen natürlich noch einen Wok. Den habe ich gleich hier im Aufbau. Wir brauchen noch ein bisschen Öl für den Wok, denn wir wollen frittieren. Und ansonsten bin ich eigentlich fast durch. Wartet. Auch so asiatisch. Ne? Prost auf euch. Prost auf Gefu. Sogar kalt heute. Dann auch zu Bang Bang Spießen. Schmeckt dieses Bier besser? Aus dem 030 Barbecue Glas. Werbung Ende. Los geht's. Los geht's. Wir starten gleich mal kurz mit der Soße. Dann kann ich die nochmal in den Kühlschrank stellen, weil es doch relativ warm. Und dann bauen wir um für Grillplatz. Aber erstmal Soße. Bang Bang Soße. So, zack. Die Soße ist auch wirklich schnell erklärt, Freunde. Erstmal, naja, ungefähr 200 Gramm Mayonnaise. Zu gleichen Teilen sollte dann eine Sweet Chili Soße dazugehen. Wir machen das jetzt alles mal ein bisschen nach Auge. Guck mal, auch so 200 Gramm. Müssen wir mal einfach ein bisschen gucken mit der Konsistenz. Und jetzt kommt die Schärfe noch ins Spiel. Ich weiß gar nicht, woher der Name Bang Bang kommt. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass die zweimal knallen. Wir haben einmal noch ein bisschen Chili dann gleich an den Scampis dran. Und dann haben wir Chili in der Soße drin. Wir haben zweimal Chili in der Soße drin. Und wahrscheinlich macht es deswegen irgendwann Bang Bang. So, Voodoo-Soße kommt dazu. Da bitte nicht zu gleichen Teilen. Dann kann das keiner mehr essen, sondern so ein, ich würde sagen, so einen guten Schluck probieren wir mal. Und das verrühren wir mal zu einer homogenen Masse. Guck mal. Farbe ist gut. Konsistenz sieht auch gut aus. Geschmack. Bang! Ist noch, also hat schon ordentlich Bums, ist aber noch im humanen Bereich. Na, warte, kommt gerade. Bang, bang. So, die kurz im Kühlschrank. Weiter geht's mit dem Aufbau für unsere Frittierstraße. Und zack, wie von Geisterhand. Freunde, guckt euch das an. Panier- und Frittierstraße steht. Wir starten hier mit den Shrimps, dann geht's ins Ei, dann wird's in die Mehlmischung gehen, dann kannst du noch kurz abtropfen und dann geht's in den Wok. Wir frittieren heute im Wok, weil er ist da. Und haben ist besser als brauchen. Und heute brauchen wir ihn sogar, aber könnt ihr natürlich auch im Topf machen oder auf dem Seitenbrenner. Ich finde das hier jetzt ganz gut, weil ich kann euch das viel besser zeigen. So, wir machen jetzt Step by Step. Zuerst kriegen unsere wunderschönen Shrimpies hier noch eine kleine Marinade. Und zwar einfach nur aus Sojasauce. Das heißt, ihr gebt ein bisschen Sojasauce rüber und lasst die alle mal kurz kosten. Ich mache das jetzt auch im Sieb, dann kann das ablaufen.
muss nicht darin entstehen, sondern alles nur mal ganz kurz ein bisschen Sojasauce abbekommen haben. Da fallen dann auch noch gleich die letzten kleinen Schälchen ab, die ich noch vergessen habe. Und so ist das gut und darf jetzt noch mal ganz kurz 2-3 Minuten vor sich hin ziehen. So, die haben wir schon mal vorbereitet. Weiter geht's mit den Eiern. Die werden jetzt auch noch ein bisschen aufgepimpt hier und dafür habe ich ein wenig Buttermilch. Ich weiß gar nicht wie viel. Genau Rezept wie immer unten in der Infobox. Auf 3 Eier ungefähr 150 Gramm Buttermilch. 100 Gramm, irgendwie sowas. Zack, die geht dazu und nochmal Bang. Wir wollen ja Bang Bang haben hier überall. Also nochmal so eine halber Esslöffel scharfe Keule. Sowas hier. Naja, vielleicht ein guter Teelöffel. Nicht ganz so viel. Ne? Wir wollen das ja auch noch essen. Und das einmal kurz zusammenbringen. Guck mal, ganz einfach und der perfekte Starter hier quasi zum Panieren. Jetzt brauchen wir noch Mehl. In dem Fall eine Mischung aus normalem Mehl. Das hier wird 501, 510, irgendwie sowas. Guck mal, macht euch mal ein bisschen was drin hier. Ja, so, in dem Dreh. Und jetzt, Semmelbrösel. Könnt ihr jetzt auch eine Schrippe selber klein machen. Ich kaufe das aber auch immer, ja, ne? Semmelbrösel darf da ein bisschen mehr mit dran. Ja, so ungefähr. Und jetzt werden wir das mal kurz zusammenmischen. Und dann sind wir auch schon startklar und können anfangen, unsere kleinen Shrimpies zum Fett zu bringen. Ach ne, Öl muss da noch rein und ein bisschen Feuer rauf, ne? Ja, so, nochmal ein bisschen Energie hier rumgeben. Wir nehmen mal nur den mittleren Brenner. Der reicht uns völlig aus. Wir wollen hier auf eine Frittiertemperatur von ja irgendwas 160, 180 Grad, wie man noch, so frittiert man normalerweise, oder? Und jetzt können wir auch schon starten mit unserer kleinen Straße hier. So, das ist jetzt wie bei jedem Schnitzel eigentlich, nur mit ein bisschen mehr Pep. Brauche nochmal einen Handschuh. Ihr könntet jetzt auch ohne Handschuhe machen, aber ich will mir jetzt hier nicht alles einsauen gleich wieder. Dafür schnappt ihr euch jetzt eure Garnelen, die haben jetzt auch schon schön mariniert. Die kommen mal kurz ins Ei und dann klassisch, ne? Ja, einmal abtropfen und hier in unser paniertes. Festdrücken braucht er nicht, einfach nur so fluffig machen und dann einmal hier ablegen. Und so machen wir uns jetzt alle. Oh, der Wind knallt durch hier. Dann guck mal. And the last one. Hier, wunderschön, oder? Mit dem Paniermehl müsst ihr zwischendurch immer mal die harten Brocken, was so ein bisschen schleimig wird, das schmeißt ihr wieder raus, damit ihr ein bisschen Pulver habt. Aber so könnt ihr euch vorstellen, wie das funktioniert, oder? Und die gehen jetzt ins Öl. So, jetzt suche ich mir schon mal den kleinsten raus hier und jetzt mache ich mal ein Probefrittierchen quasi. Öl hat jetzt, ist über 200 Grad hinausgeschossen, deswegen habe ich gerade den Brenner ausgemacht. Aber wir gucken mal, wie sich das so verhält. Vorsichtig eingleiten lassen und dann gleich mal auf die Zeit gucken. Ich werde sagen, ich denke 2-3 Minuten oder sowas, das sollte völlig ausreichen, aber wir stoppen die Zeit. Da habe ich voll daneben gegriffen, glaube ich. Das war jetzt so eine Minute, ein bisschen drüber und das reicht jetzt schon völlig aus. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auch ein bisschen über der Gradzahl, die ich eigentlich wollte. Wir gucken mal. Ja, kurz mal ablegen. Und ich würde sagen, wir probieren schon mal einfach mal, wa? Ist jetzt, wahrscheinlich ist der einfach nur brutal heiß. Ja, guck mal. Super crunchy. Hat eine schöne Farbe, oder? Jedes Schnitzel wäre stolz auf mich. Na, geht. Guck, in der Mitte noch leicht glasig. Also jetzt würde ich sagen, 1,5 Minuten. Ja, kicke mal. Mit ein paar mehr drin, das funktioniert auch besser mit der Hitze und mit der Farbe. Ja, die knallen uns nicht gleich rum. Guck mal hier so. So, so sieht doch gut aus, oder? Die jetzt auch noch mal schön abtropfen lassen. Boah, guckt euch das an. Und dann machen wir uns kleine Spieße. So, Serviervorschlag. Erstmal ein kleines dünnes Scheibchen Brot. Ja, geht noch so ein bisschen als Öffner. Dann machen wir uns so einen kleinen Schlitz rein. Dann hier, ja, schnappt ihr euch die Soße. Dann geht schon mal ein bisschen Grundsoße, was ich hier hinkriege, auch zu. Zack, ein bisschen Grundsoße hier rein. Ja, zum Dippen, da kommt ein Stückchen Brot dran. Guck mal so. Und jetzt Spieße. Ich würde sagen, naja, 3 Stück reichen fast, wa, pro Spieß. Zack, 1. Oh, sind noch ganz schön heiß. Ja, 2. Und noch einen ordentlichen. Oh, ist das heiß. Ja, 3 auf dem Spieß. Sehr, sehr schön. So, den jetzt hier angelegt. Ja, müssen wir mit dem Brot ein bisschen gucken. Zack. So. Nochmal ein bisschen Bang Bang Soße. Und ein bisschen was Grünes. Und dann sind unsere Bang Bang Spieße, unsere Bang Bang Shrimp Spieße eigentlich schon fertig. So, und guck mal, das hier als Entree oder Amuse-Gueule gereicht, wird euren Gästen auf jeden Fall richtig Party machen. Guckt euch das an. Das ist wunderschön, oder? Ein Bild für Götter. Die fotografieren wir jetzt noch nicht, die essen wir gleich, oder? Also jetzt nochmal Shrimpy mit Soße.
leichte Schärfe. Bang, bang. Wir haben die Süße. Noch ein bisschen was Grünes mit drauf, der Crunch. Richtig, richtig lecker. Also Freunde, ich kann euch das nur empfehlen. Macht mal Bang Bang Shrimps. Oh, das ist eine geile Geschichte. Ich muss weiter essen. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über Like oder Abo. Wir freuen uns. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Bang Bang Spieße. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Sind die lecker?